Ameise, meine lieben Zuschauer, ist ein sehr nützliches Tier. Sie verhindert die Ausbreitung von Schädlingen im Wald. Wir wollen heute herausfinden, wie sie das schafft. Liegen im Tatort Wald Leichen, werden diese aufgespürt und rasch ins Hauptquartier gebracht. Soldaten regeln den Verkehr auf der Ameisenstraße und wehren Angriffe von außen ab. Dieses hocheffektive System sorgt dafür, dass Schädlinge im Wald nicht zur Plage werden. Unsere Waldpolizei ist eine super starke Truppe. Eine Ameise kann oft das 50-fache ihres Körpergewichtes tragen. Ihre Kollegen helfen schnell, wenn diese Kraft nicht ausreicht. Die Ameisen sind Überlebenskünstler. Sie passen ihre Bauten der Umgebung an. So können sie unterschiedlichste Lebensräume erobern. Ameisenbauten sehen von außen simpel aus, sind aber hochkomplex. Im Inneren findet man Gänge, Kammern für den Nachwuchs und Nahrung. Dies führte zur Ausbildung verschiedener Ameisenarten. Hier die große rote Waldameise. Sie jagt Waldschädlinge, ernährt sich aber auch von Honigtau, einer süßen Ausscheidung von Blattläusen. Hier sehen wir eine schwarze Ameisenart. Diese kleine schwarze Ameise lebt in Wiesen und Hecken. Aber auch die Polizei hat Feinde. Zum Beispiel den Ameisenlöwen. Er gräbt Trichter, um seine Beute zu fangen. Die Ameise ist ihrem Feind schutzlos ausgeliefert. Der Ameisenlöwe ist aber noch ein harmloser Feind. Es gibt viel gefährlichere Feinde, wie zum Beispiel den Menschen. Dieser zerstört Ameisenbauten zufällig oder durch den Einsatz seiner Maschinen und Gifte. Meine lieben Zuschauer, wir haben heute herausgefunden, wie wichtig die Ameise für den weiteren Fortbestand des Waldes ist. Bitte helfen Sie uns, diese faszinierenden Tiere zu schützen. Der Schutz beginnt schon, wenn Sie mit offenen Augen durch die Landschaft gehen und diese wunderbaren Tiere beobachten.